In diesem Video erfährst du, warum du höchstwahrscheinlich keine geeigneten Mitarbeiter findest, obwohl du sie schon lange bräuchtest. Die Antwort ist, wahrscheinlich hast du einfach gar kein Geld dafür. Ich höre immer wieder Kampfsportschulleiter darüber sprechen, ja, ich bräuchte echt mehr Mitarbeiter, aber ich finde einfach keine geeigneten. Und wenn ich sie frage, was machst du denn dafür, um die zu suchen, was bietest du denen überhaupt an? Naja, ich spreche halt immer mal wieder mit den fortgeschrittenen Schülern, ob die mir nicht helfen würden, aber irgendwie wollen die sich nicht so richtig committen und so. Ja klar, weil was suchst du eigentlich? Du bietest ja keinem einen richtigen Job an. Du suchst gerade einfach jemanden, der dir entweder gratis hilft, am besten völlig flexibel ist, am besten alles kann, der soll nicht nur Training geben, Fenster auf und zu machen, nach der Heizung gucken, vielleicht sogar Verkaufsgespräche führen. Ja, du willst unglaublich viel entgegenkommen von potenziellen, in Anführungsstrichen, Mitarbeitern und selber willst du kaum was bringen. Du kannst keine Sicherheit bieten, du kannst keine Festanstellung bieten, du kannst häufig keinen gescheiten Lohn bieten. Entweder sollen die Leute umsonst arbeiten oder sollen dann vielleicht im Gegenzug irgendwelche Goodies kriegen, wie Privatstunden, geringerer Beitrag oder so. Oder sie sollen einen Stundenlohn kriegen, sollen für 10, 15, 20 Euro die Stunde arbeiten und dabei aber völlig flexibel sein. Wenn du mal was vorhast, sollen die an anderen Tagen kommen, sollen am besten sogar früher von der Arbeit kommen, dass sie noch früher irgendwelche Kindertrainings übernehmen können, sollen auch mal am Wochenende kommen, aber dafür trotzdem unter der Woche da sein. Und wenn mal weniger los ist, dann sollen sie auch weniger arbeiten. Es soll überhaupt nicht planbar sein. Das ist der Punkt, wie die meisten Kampfsportschulleiter Mitarbeiter suchen. Gleichzeitig haben sie keine Karriereseite, nirgends sind Jobs ausgeschrieben, sind nicht in den Stellenangeboten von irgendwelchen Stellenbörsen, sie sind nicht als Arbeitgeber bekannt und sie kämpfen mit einem Image, was wir in unserer Branche haben, dass die meisten Leute uns ja nicht mal glauben, dass wir davon leben können, geschweige denn, dass man uns als Arbeitgeber sieht. Ja? Damit haben wir zu kämpfen, aber dagegen tut niemand was. Meine Kunden als einzige Ausnahme, die schalten Videos, die machen Reels oder Kurzvideos, die machen zum Teil sogar schon YouTube-Videos, so wie ich jetzt auch, und reden darüber, dass sie Arbeitgeber sind, reden darüber, dass sie Mitarbeiter suchen. Die schreiben Stellen aus, wo jemand in Vollzeit arbeiten kann und 2.000, 3.000, 4.000 Euro im Monat verdienen kann oder mehr. Ich habe sogar Mitarbeiter bei mir in der Sportschule, die um die 5.000 Euro im Monat verdienen. Ja? Dann kriegst du auch Mitarbeiter. Du kannst einen richtigen Job anbieten, den richtig ausschreiben, als Arbeitgeber bekannt sein, dafür was tun und dann kann man auch Mitarbeiter gewinnen. Aber die ganze Zeit von irgendwelchen Schülern zu erwarten, dass sie dir gratis helfen, nur weil du der Großmeister bist. Die Zeiten sind halt einfach vorbei. Ja, die Zeiten waren vielleicht auch noch nie da, weil ein oder zwei hat man immer mal. Aber diese Leute können dir nie richtig was abnehmen. Richtig frei werden kannst du nur mit Vollzeitleuten. Und wenn du einen fairen und anständigen Lohn zahlst, auch anständig Urlaub gibst und anständig als Arbeitgeber auftrittst, aber das kannst du ja in der Regel gar nicht, weil 99% der Kampfsportschulen sich gar nicht leisten können, jemandem 3.000 Euro zu zahlen im Monat für seine Arbeitszeit. Also was ist der Punkt? Du findest keine geeigneten Mitarbeiter, weil du sie nicht richtig suchst und weil du sie nicht bezahlen kannst. Sorg jetzt also erstmal dafür, dass du mehr Geld verdienst, dass du deinen Umsatz steigerst, um dann auch wirklich die Zeit und das Geld zu haben, Mitarbeiter zu suchen. Und wie das Ganze geht, wie du deinen Umsatz steigerst, ja, dabei kann ich dir helfen. Das ist mein Job. Melde dich bei mir, geh auf falkberberich.com und warte nicht länger, hol dir jetzt direkt dein kostenloses Erstgespräch.